Das ist der Abschiedskuss, du Hund. Mit diesen Worten schleudert ein irakischer Fernsehreporter seinen Schuh in Richtung des US-Präsidenten. George W. Bush reagiert schnell und duckt sich. Auch der nächste Treter verfehlt sein Ziel und knallt an die Wand. Sicherheitskräfte stürzen sich auf den Korrespondenten des Senders Al-Baghdadiya. Der Mann wird schnell überwältigt und aus der Pressekonferenz entfernt. Präsident Bush wollte zusammen mit Iraks Präsident al-Maliki Fragen der irakischen Presse beantworten, doch es kam anders als erwartet. Beide Präsidenten versuchten, der Situation mit Humor zu begegnen. Alles, was er dazu sagen könne, sei, dass es sich um Schuhe der Größe 44 gehandelt habe, witzelte Bush über den Zwischenfall. So etwas gehöre eben zu einer Demokratie.